Ich lese gerade einen fantastischen Abschnitt in einem Buch von Robert Nozick über das Enneagramm, das Jesus-Enneagramm heißt das Buch. Und da steht über meinen Typ, nämlich den Siebener-Typ, etwas sehr Cooles. Jesus wird erst dargestellt als derjenige, der Feste feiert und das Leben, die Fülle auskostet und verheißt. Und dann steht da, Siebener werden das bis hierher Gesagte sehr begrüßen. Denn Siebener sind ohnehin geneigt, das Leben als eine einzige große Party zu betrachten. Ja. Allerdings kommt dabei auch ihr Schatten ins Spiel, wenn sie alle Mühseligkeiten des Lebens überspielen und allem aus dem Weg gehen wollen, was schmerzlich und schwer zu tragen ist. Vermutlich war ihnen eine warme, geborgene Kindheit geschenkt. Ja, und sie möchten, dass alles im Leben angenehm bleibt, auch nachdem sie erwachsen geworden sind. Ja, sie mögen es nicht, wenn eine Situation allzu ernst wird. Spüren sie, dass sie sich dahin entwickelt, dann erzählen sie schnell irgendeine lustige Geschichte oder schlagen vor, dass jetzt alle miteinander Eis essen gehen. Siebener meinen, irgendwie sollte alles, was man tut, Spaß machen. Soll es das etwa nicht? Die Folge ist, dass ihnen jede Art von Schmerz als ein Übel gilt, dem man aus dem Weg gehen muss. Diese Haltung äußert sich bei Siebenern zum Beispiel darin, dass sie Unangenehmes vor sich herschieben. Es macht Spaß, Pläne zu schmieden, aber da deren Verwirklichung gewöhnlich mühsam ist, vertagen sie diese sehr zur Enttäuschung derer, die von ihnen erwartet hatten, dass sie ihren Teil dazu beitrügen. Ist schon wahr. Genau genommen ist jede Art Konsequenz und Disziplin, selbst das Bestehen auf einem Tagesordnungspunkt bei einer Versammlung, mehr oder weniger etwas Mühsames. Und so neigen Siebener dazu, sich darum zu drücken. Dabei geht es ihnen immer darum, das Leben für jedermann angenehm zu machen. Ja, das will ich. Siebener haben den Hang zum übermäßigen Essen und Trinken, ja. Gott sei Dank habe ich ja dann mit der Magen-Bypass-Operation da eine Notbremse ziehen können. Denn sie wollen das Leben genießen. Und das tue ich nach wie vor. Oft sucht sich ein Siebener Mann eine Einser- oder Sechserfrau. Das habe ich getan. Meine Frau Dani ist eine Eins. Seine gutmütige Art wirkt auf diesen Frauentypus anziehend, weil solche Frauen jemanden brauchen, der ihnen dabei hilft, es sich gut gehen zu lassen. Ich hoffe, dass mir das in den letzten 28 Jahren doch auch gelungen ist. Es erinnert mich jedenfalls an eine Geschichte, die ich geschrieben habe in meinem Buch Mein Freund, Gott und ich. Und zwar, wie ich entdeckt habe, welcher Körperteil im Leib Christi ich eigentlich bin. Und das hängt irgendwie auch mit dem Enneagrammtyp 7 zusammen. Niere im Leib Christi, Kapitel 6. Als mein Freund Gott mir erklärte, welcher Körperteil im Leib Christi ich sein solle und warum, war ich erstaunt. Und das kam so. Eines Tages saß ich in meinem Auto am Mainufer, ließ verbrauchtes Salböl träge schillernd auf den Wellen an mir vorbeitreiben und war wieder einmal ratlos und verzweifelt. Ich hatte keinen anderen Plan, wie ich mit meinem Freund Gott zusammen die Welt retten sollte, als einfach nur immer dicht hinter ihm zu bleiben, so wie Miss Julie hinter Steven Seagal im Film Alarmstufe Rot. Das ist ja schon mal nicht schlecht, denn das ist der sicherste Ort auf diesem Schiff, an dem man sein kann. Ich wollte aber gerne wissen, ob meine schöpfungsbedingte Einzigartigkeit von meinem Freund Gott an besonderer Stelle eingesetzt werden sollte. Ich seufzte gerade tief in einer mir unverständlichen Sprache, nachzulesen Römer 8, 26 oder 1. Korinther 14, 2, als plötzlich Gedanken in meinem Kopf auftauchten, die ich nicht als meine eigenen erkennen konnte. Du sollst ein Prediger des Evangeliums sein. Du sollst Lobpreis machen und du wirst eine Niere im Leib Christi sein. Mit den ersten beiden Sachen konnte ich ja noch etwas anfangen. Aber was sollte denn das mit der Niere bedeuten? Fragte ich nach. Aber mein Freund Gott
lächelte nur still und wollte wohl, dass ich mal wieder selber aktiv würde. Also machte ich mich schlau und entdeckte, dass eine Niere, ähnlich wie die Leber, zur Entgiftung des Leibes beiträgt. Festgefahrene Situationen werden von ihr verflüssigt, nachdem die Nährstoffe des Konflikts vorher schon mittels Supervision und Beratung oder dergleichen herausgezogen worden sind. Und der negative Rest des Bösen muss sich dann, verpissen. Im Laufe der Jahre habe ich jedenfalls erfahren, dass das eine wunderbare Gabe und ein guter Körperteil des Leibes Christi ist. So wurde zum Beispiel einmal auf einer großen Veranstaltung, auf der ich predigte, die Lobpreisband, die mit mir dabei war, von den Veranstaltern sehr unschön behandelt. Sie waren jedenfalls zu Recht sauer, aber durch diese Situation auch in einer emotionalen Sackgasse. Als ich an dem Abend später zurück in unser gemeinsames Quartier fuhr, konnte ich die Dicke der Luft förmlich schon vor der Tür spüren. Pass auf, sagte mein Freund Gott, du musst jetzt gleich mal wieder als Niere fungieren. Viel Zeit zum Nachdenken hatte ich ja nun nicht, denn schon öffnete sich die Tür und wir saßen drin, mitten in der kochenden Suppe, mein Freund Gott und ich. Das Schöne an einem Körperteil ist ja, dass es nicht selber überlegen muss, wie es jetzt zu funktionieren hat, sondern dass es einfach so von Impulsen des Hauptes aktiviert wird. Und so wusste ich eigentlich auch gar nicht so genau, was ich da tat. Ich saß nur da und hörte zu. Dann machte ich ein paar spontane kleine Witze und erinnerte an die Liebe unseres gemeinsamen Freundes Gott zu uns. Und plötzlich sagte der Schlagzeuger in die Runde, »Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Merkt ihr das? Micky ist doch gerade mal ein paar Minuten hier und schon hat sich die Atmosphäre und unsere Seelenlage komplett verändert.« Ich erklärte ihnen dann, dass das an meinem Freund Gott liege und daran, dass er mich zu einer Niere im Leib Christi bestimmt hätte. Die Nierenfunktion hat jedenfalls viel mit Humor zu tun. Viktor Frankl, der Pionier des therapeutischen Humors, sagt, dass nichts einen Patienten so sehr von sich selbst distanzieren lasse wie der Humor. Und dass sich ein Einstellungswandel des Patienten oft gerade in der Humorreaktion anbahnt. Und der Soziologe Harvey Cox sagt sogar, dass das Gelächter der Hoffnung letzte Waffe sei. In seinem wunderbaren Buch Das Fest der Narren. Und vielleicht brauchen wir tatsächlich im Leib Christi viel mehr Narren, damit viel mehr Menschen die Wahrheit annehmen und zum Leben umkehren können. Schon die mittelalterliche Figur des Hofnarren zeigt ja, dass die Wahrheit oft besser angenommen werden kann, wenn sie im Gewand des Humors daherkommt. Der Narr konnte mitunter als einziger dem König die Wahrheit sagen, weil er nicht bedrohlich für den König war. Der König konnte die Wahrheit distanziert annehmen, denn der Überbringer war ja nur ein Narr. Dadurch gelang es dem Narren aber, den König von alleine auf den Trichter kommen zu lassen, ohne Gesichtsverlust. Damit raubt man einem anderen Menschen nicht das sogenannte Urhebererlebnis, was ein wichtiger Aspekt in zwischenmenschlicher Kommunikation und Beziehung ist. Auch Paulus fordert uns schon in 1. Korinther 4, Vers 10 implizit auf, Narren um Christi willen zu sein. Und an anderer Stelle beklagt er den Korinthern gegenüber, dass wir so schrecklich viele wohlmeinende, es besser wissende, nur das Beste wollende Schul- und Zuchtmeister hätten. Wobei wir doch Väter in Christus bräuchten. Und ich verbinde diese beiden Gedanken des Korintherbriefs jetzt einmal und sage, wobei wir doch so dringend Narren in Christus bräuchten und Nieren in seinem Leib. Ich kann mir gut vorstellen, dass es immer mehr Christen wie zum Beispiel Markus Maria Profitlich geben wird, die eine Nierenfunktion einnehmen werden und deren Dienst es sein wird, neue Witze zu schreiben, um unsere Seelen von den Mafia-Betonschuhen der Ernsthaftigkeit und dogmatischen Korrektheit zu befreien. Nicht jeder kann Hand oder Mund sein, obwohl das die meisten gerne sein wollen.
Auch ein Blinddarm ist ja wichtig. Er warnt den Leib vor Übersäuerung. Und weil wir unsere Blinddärme so schnell und gerne wegoperieren, tappen wir so oft blind in jeden sauren Streit. Das wäre doch bestimmt überraschend, wenn mein Freund Gott vielleicht dich, der du das gerade hörst jetzt, zum Blinddarm berufen würde. Nun, ich selber war ja auch erstaunt darüber, eine Niere zu sein. Aber ich habe es mit der Zeit schätzen gelernt und bin meinem Freund Gott sehr dankbar dafür, mich bei der Schöpfung schon genetisch so angelegt zu haben. Wenn jeder einfach nur das wäre, was er ist, sagt mein Freund Gott jedenfalls immer, dann würde der ganze Leib viel besser funktionieren und das wäre dann auch viel gesünder für alle Beteiligten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und dass ihr entdeckt, was in euch schon angelegt ist und womit ihr diese Welt segnen könnt. Alles Liebe, euer Mickey.